Wir sind hier auf der Art Karlsruhe mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg, Thomas Strobel. Herzlich willkommen. Was haben Sie denn jetzt schon gesehen? Naja, wir haben begonnen mit ganz interessanten Drucken, die vor allem den Vorteil haben, wenn ich das mal so sagen darf, dass sie für Normalsterbliche auch erwerbbar sind, weil die Preise nicht in so astronomischer Höhe sind. Aber da gibt es ganz interessante Sachen. Ich habe beispielsweise von Christo den verhüllten Reichstag gesehen und mich an mein vorheriges Berufsleben erinnert. Naja, und jetzt, das sind ja hier auch ganz, ganz pfiffige Sachen. Tierleben und Getier. Toni Ungerer, ja. War denn schon was dabei fürs heimische Wohnzimmer? Fürs heimische Wohnzimmer nicht, aber ich habe ganz offen gesprochen schon etwas entdeckt, wo ich glaube, dass ich jemanden kennen würde, der sich eine riesige Freude machen würde, wenn man ihm das schenken täte. Und das will ich mal gerne mitnehmen und gegebenenfalls auch weitergeben oder selber dafür sammeln. Zum Schluss eine kleine Frage mit einem kleinen Augenzwinkern. Sie und die Kunst, sind Sie da auch eher konservativ im Geschmack? Ja, das ist eine gute Frage. Was ist konservative Kunst, sagen wir mal so? Ich bin da eher breit aufgestellt, wie bei der Musik auch. Ich höre gerne ganz moderne Musik, aber auch gerne mal klassische Musik. Und so ist es bei der Kunst auch. Das Schöne ist auch immer die Bandbreite und die Vielfalt. Vielen Dank und noch viel Spaß. Danke Ihnen.